Feurio zusammen und herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich schlimmsten Video, was ich jemals auf YouTube hochladen musste. Wie ihr wahrscheinlich am Titel schon mitgekriegt habt, mussten wir unsere kleine Katze Zinnus einschläfern lassen. Das ist jetzt schon etwa 3 Wochen her. Mir ist es echt schwer gefallen, da überhaupt drüber zu reden. Aber ich habe gedacht, weil Zinnus ja nun mal Teil von meinem Kanal ist, habt ihr auch ein Anrecht zu erfahren, was passiert ist und warum es so passiert ist. Nachdem ich euch erklärt habe, was passiert ist, habe ich noch eine kleine Zusammenstellung von den schönsten Szenen von Zinnus. Es war so, dass Zinnus in den letzten Wochen immer mehr an Kraft verloren hat, immer weniger mit uns gespielt hat und immer mehr in der Gegend rumgelegen hat. Sie lag eigentlich den ganzen Tag nur noch auf der Fensterbank in der Sonne. Und wir sind direkt zum Tierarzt gefahren, haben eine Blutprobe nehmen lassen und die auch ins Labor schicken lassen, um jedwede Katzenkrankheit ausschließen zu können, die es so gibt. Die Schnellanalyse hat ergeben, dass Zinnus im Prinzip noch ein Zehntel aller Blutplättchen im Körper hat, die man braucht, um zu leben. Der Arzt hat dann zwar Antibiotika gespritzt und eine Aufbauspritze und hat gehofft, dass das vielleicht sich irgendwie hält, dass sie irgendwie wieder Kraft findet. Aber es war, naja, ich kann das gar nicht richtig erklären. Sie hat halt einfach nur weiterhin auf der Fensterbank gelegen und nichts gemacht. Ich musste sie zwangsernähren und glaubt mir, das war das Schlimmste oder ist das Schlimmste, was man einer Katze antun kann. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man nichts isst und nichts trinkt, wird es nicht besser mit einem. Also muss man oder musste ich sie zwangsernähren mit Aufbau und Nahrung und Wasser als zu trinken. Und dann haben wir einen Sondertermin gehabt für sonntags. Da sind wir dann auch hin. Und als wir dann da waren, da sah es dann schon so aus, dass Zinnus einfach nichts mehr gemacht. Sie hatte sich über Nacht selbst nass gemacht. Also das ist ja ganz untypisch für Katzen, dass sie sich irgendwie, sie sind ja super sauber. Und es blieb dann halt einfach nichts anderes übrig. Der Arzt hat gesagt, mit den Blutzellen, sie hat einfach keine Chance im Prinzip. Die Heilungschance mit so einem Blutbild ist gleich null. Wir haben dann hinterher herausgekriegt, dass es auch keine Infektionskrankheit war, also nichts, was sie irgendwie, kein Katzen-Aids, kein FIB oder was es noch alles für Katzen gibt. Es war einfach, wir wissen im Prinzip nicht, was es war. Und ihr wisst, dass Zinnus immer sehr kleinwüchsig war und auch nicht groß geworden ist. Und vielleicht hatte sie einfach von Anfang an irgendwas in den Knochen, was dazu geführt hat, dass sie einfach kein Blutplättchen mehr produziert hat. Also in allem war der Sonntag ein furchtbarer Tag. Ja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid, was Sache ist. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Zusammenschnitt, mit den lustigsten und schönsten Videos mit Zinnus. Bis dahin. Tschüss. Ich bin Baloui und ich habe eine Tatze. Das gibt's nicht. Was machst du denn da? Was falsch mit dir? Du bist eine Katze. Warm, wärmer, eiskalt. Zählst du das hier? So, also da ist jetzt so viel Leckerli drin. Mehr Leckerli geht nicht. Sag mal, Zinnus. Deckel drauf. Water Level Indikator. Okay, ist nicht genug Wasser drin. Was ist das hier?